Sie schießen wie Pilze aus dem Boden. Billigdiscounter nutzen die Sparsamkeit vieler Verbraucher und drängen mit Macht in die Innenstädte. Also Preise sind super, also da kannst du gar nichts sagen. Ich habe jetzt für 2 Pullover 6 Euro bezahlt, also das ist nicht viel. Hier, das war sogar im Angebot und das fand ich richtig gut für 5 Euro. Teddy Kick Action MKD, es werden mehr und mehr. Der nächste steht bereits in den Startlöchern, Pepco. Der Bedarf ist jetzt da und dann muss ich zeigen, wer das bessere Konzept hat. Max zeigt, warum diese Geschäfte im stationären Bereich unschlagbar sind, online aber keine Chance hätten. Während die einen aufgeben und für immer ihre Geschäfte schließen, öffnen die anderen eine Filiale nach der anderen. Discounter boomen, der Inflation und Energiekrise sei Dank. Beispiel Woolworth. Die Discounterkette aus Unna hat sich vorgenommen, in Deutschland 1500 Filialen zu betreiben. Aktuell sind es 640. 1 Million Besucher täglich sorgen für gute Umsätze. Von 2010 bis 2023 konnte Woolworth diese von 200 auf 900 Millionen steigern. Ich bin froh, dass es solche Läden gibt, wo können wir einkaufen, so ärmere Schicht sozusagen. Wer da keinen Wert drauf legt auf diese teuren Sachen, der ist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Also da kannst du schon eine gute Tüte einkaufen für 50 Euro, sagen wir mal so. Und ähnlich erfolgreich läuft es auch bei den anderen. Action steigerte 2023 im Vergleich zum Vorjahr seinen Umsatz um 27,8% auf 11,3 Milliarden. Kick um 14% auf 2,5 Milliarden Euro. Teddy und Woolworth, die zusammengehören, um 19% auf 2,34 Milliarden Euro. Branchenkenner Thomas Harms beobachtet die Entwicklung genau. Er unterstützt den Einzelhandel bei den wachsenden Herausforderungen in einer neuen Konsumwelt und sagt, Discounter haben ein klares Konzept, andere nicht. Die Zielrichtung dieser Discounter ist ja ein begrenztes Sortiment, also eine geringe Anzahl von Artikeln, dort gute Qualität zu einem am Ende unschlagbaren Preis. Und damit sind sie klar positioniert. Insgesamt liegen die Marktanteile der Non-Food-Discounter in Deutschland bei 15%. Da ist noch Luft nach oben, sagt Thomas Harms. Wenn Sie international gucken, sind die Marktanteile der Discounter irgendwann maximal so 45-50%. Und auch dieser Discounter will sich ein Stück vom Kuchen sichern. Pepco heißt der neue Stern am Firmament. In seinem Heimatland Polen eröffnete Pepco die erste Filiale bereits 2004. Mittlerweile ist der Discounter in 18 europäischen Ländern vertreten. Die erste hessische Filiale gibt es jetzt im Forum Wetzlar. Mit 2000 geplanten Filialen will Pepco den deutschen Markt aufmischen. Zum Vergleich, Kick betreibt aktuell über 2700 Läden, Teddy über 1900. Dann wird es sein, wie balanciere ich das Sortiment genau aus, damit ich eben lieber in Pepco als ins Action gehe oder andersrum. Ne? Dass ich eben das genau finde. Und das ist so, da sind die Händler so ein bisschen Trüffelschweine. Und wer das besser rauskriegt, der wird dann da auch den Erfolg haben. Pepco setzt vor allem auf günstige Kleidung sowie Haushaltsartikel und Spielwaren. Und hat bereits seine Fangemeinde gefunden. Ich kenne Pepco tatsächlich aus Kroatien und ich mache öfter Urlaub in Kroatien und habe immer gedacht, oh, das in Deutschland, das wäre natürlich toll. Ich gehe lieber zum Pepco als zum Teddy. Weil? Oder bei Teddy mag ich die Qualität nicht. Also die Qualität ist wirklich bei Pepco viel besser. Das ist eigentlich ein Schnapper bei Pepco. Also ich bin froh, dass der Laden auch existiert. Und ja, da habe ich ihr die Hose gekauft für 7 Euro. Für wie viel Euro war das? Für 7 Euro? Man findet immer mal was, gell? Aber so zum Durchgehen ist das immer ganz gut. Aber ich kann nicht sagen, so gezielt, da gehe ich jetzt hin, das geht nicht. Genau das ist die Strategie der Discounter. Sie alle bieten Dinge des täglichen Bedarfs an, für die man nicht unbedingt gezielt einkaufen geht, sondern so nebenbei mitnimmt. Also da sehen Sie, ach Mensch, da ist also jetzt eine Toilettenbürste für 1,50 Euro und sieht auch noch cool aus, kommt die nämlich schnell mit. Warum macht man das nicht online? Weil sie es online zu dem Preis nicht bekommen. Und tatsächlich bietet keiner der Discounter einen Online-Shop an. Einzig Teddy wagte diesen Schritt 2015, machte aber schnell wieder Schluss.
Die Stärke von Teddy liegt klar im stationären Einzelhandel, argumentiert der Discounter. Denn sie alle leben vor allem von den Impulskäufen. So Putzlampen und so Sachen, so Mikrofasertücher und sowas zum Auto polieren und sowas, das sind so Sachen, die ich hole. Und auch ab und zu mal Deko. Eine Eiskratzer oder? Ja, oder vielleicht Haarwaschmittel. Wechselnde Aktionswaren aus den verschiedensten Produktkategorien zu super günstigen Preisen. Die Strategie geht häufig auf. Wer die Discounter betritt, verlässt sie häufig mit mehr Produkten als ursprünglich geplant. Es waren ja schließlich Schnäppchen.